Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Sims 4 Legacy Challenge. Ja, wir sind in der letzten Stunde ins Fitnessstudio gegangen. Und ich würde einfach mal sagen, wir gehen so ein bisschen trainieren. Wir können einfach mal zusammen trainieren gehen. Wir fangen, denke ich mal, mit dem Boxsäcken an. Auch wenn wir vielleicht nicht so unbedingt der größte Sportfanatiker sind, können wir uns ja mal ein bisschen diesen annehmen. Aber du machst schon mit Jay, oder? Du kannst ruhig ja auch boxen gehen. Dann boxen wir zwar nicht mal zusammen, aber egal. Box einfach, aber einfach drauf. Also sind auf jeden Fall schon viele. Du machst das sehr gut, wirklich. Ganz toll. So. Hier gibt es aber immer einen Fitnesstrainer. Gut, dann würde ich einfach mal sagen, wir sind Level 2 mit Lara. Was? Wir gehen einfach mal so in Unterricht. Oder bitten ihn darum, ob er uns unterrichtet. Ja, gut, er kommt schon. Dann werden wir hier ein bisschen vorangetrieben und wir stinken schon wieder. Ich habe zuerst gestern geduscht. Was machst du denn? Oh, wir sind energiegeladen. Das heißt, wir können dann vielleicht nachher direkt einmal energiegeladen boxen. Aber dazu müssen wir das erst einmal rumbekommen. Deswegen in Ordnung. Also, er sagt uns auf jeden Fall, wie wir richtig boxen. Wie das nicht wunderschön aussieht, wie die beiden da zusammen dastehen und boxen. Macht ihr wirklich ganz, ganz toll. Du könntest ihnen ruhig mal ein paar bessere Tipps geben, weil er boxt ja gerade gar nicht. So, Level 5 und der hat schon keine Lust mehr. Gut, dann können wir einfach mal machen, gehst du ja drüben mal aus Fitness, aufs Laufband. Kann ja nicht schaden. So, und ich würde sagen, boxen an die... Jetzt sind wir noch glücklich. Wieso sind wir denn noch glücklich? So, wir können uns ja einfach... Können wir wieder um die Hilfe bitten? Bleib stehen. Fitnesstrainer, bleib stehen. Ja. Wir bitten ihn einfach wieder um den Unterricht. Vielleicht hilft uns das ja schneller, energiegeladen zu werden, weil... Ja. Gut, und jetzt das eine Stunde, Jay. Dann ist es wirklich perfekt, weil wir müssen eine Stunde energiegeladen an unsere Grenzen gehen. Das kriegen wir natürlich hoffentlich hin und dann darfst du duschen gehen, was du wirklich nötig hast. Sind wirklich schon ziemlich dreckig. Jetzt hört er aber auch schon automatisch auf. Okay, gut, komm, dann gehen wir. Ja, gut, dann geh halt alleine duschen. Dann können wir ja einfach noch mal ein bisschen weitermachen. Ich bin jetzt ja nicht umsonst hingegangen. Ich bin wirklich hingegangen, damit wir ein bisschen. Der Flohmarkt! Ah! Okay, Jay, geh duschen und dann gehen wir auf den Flohmarkt. Wir gehen. Okay, Lara, du musst auch duschen gehen. Das heißt, ihr geht beide duschen und dann geht es ab auf dem Flohmarkt. Okay, die Duschen sind gerade alle besetzt, aber du kannst schon mal hier oben hingehen und warten, bis eine Dusche frei wird. Oder gibt es ja noch eine zweite? Nein, hier gibt es keine zweiten Duschen. Dann gehen wir einfach mal mit zu Jay rein. Wir wollen dann direkt nach den Duschen. Aber die Dusche hier ist schon frei, dann würde ich sagen, gehen wir hier hin duschen. Weil dich. So, dann haben wir Zeit, was für unsere Fitness getan. Wir sind zwar nicht wirklich in seinem Beschreiben vorangekommen. So, du kannst dich schon mal Outfit ändern. Und zwar Alltagskleidung Nummer 1. Das kann sie dann machen, auch machen. Und zwar Alltagskleidung Nummer 1. Ja. Gut, wir warten jetzt noch, bis Lara fertig ist und dann heißt es ab, auf den Flohmarkt zu gehen. Beeil dich bitte, weil ich will unbedingt auf diesen Flohmarkt. So, und dann Festival-Info anzeigen. Flohmarkt suchen. Zusammen mit Jay, natürlich. Und jetzt ruft uns zwar jemand an und das ist mir gerade sowas von egal. Ich will jetzt nur noch auf diesen Flohmarkt und dann... Ah, ich habe so lange drauf gewartet. Ah, ich freue mich so. Endlich Flohmarkt. Wir müssen auf jeden Fall Sachen verkaufen. Ich weiß gar nicht, wie das geht, ehrlich gesagt. Ich muss mal gucken, weil ich habe selber noch nie was verkauft. Weil ich den Flohmarkt ehrlich gesagt immer so langweilig fand. Aber jetzt habe ich irgendwie richtig Lust drauf, das auszuprobieren. Deswegen, wir haben ja genug Sachen im Inventar, die wir auf jeden Fall verkaufen können. Und deswegen würde ich mal sagen, suchen wir uns mal schnell einen freien Platz. Mal gucken, ob hier noch irgendwas hier ist. Zum Beispiel noch was frei. Wir gehen hier einfach mal beide hin. So. Und dann müssen wir drauf drücken, genau. Stand bedienen. Inventar anzeigen. Ach so, okay, er war schneller. Schade. Er sagt nicht, die sind ja alle schneller als wir. Das geht wirklich gar nicht. Inventar anzeigen. Wieso können wir eigentlich nichts aufstellen? Ausstellen.
Ach so, gut, dann muss ich das ja halt machen. Okay, gut, dann würde ich sagen, ich weiß nicht, wegen dem Bohnen, dann bin ich erstmal ein bisschen vorsichtig noch. Ich weiß es nämlich nicht. Vielleicht können wir hier wirklich welche finden. Gut, das mache ich auch noch nicht. Obwohl ich das eher bezweifle, aber... Gut, ich würde sagen, wir verkaufen auf jeden Fall diese... Obwohl, einen behalte ich einfach mal, ein Exemplar. Dann können wir hier zweimal diese Insekten verkaufen. Dann können wir die einfach auch ein paar Mal verkaufen. Ich möchte einfach von jedem gerne ein paar behalten. So, dann verkaufen wir auf jeden Fall das hier. Obwohl, komm, wir verkaufen einfach so... Wir versuchen einfach mal alles loszuwerden von diesen Steinen. So, hier habe ich ja die zweimal. Das heißt, wir können ja auch zwei Bohnen davon verkaufen. So, dann haben wir auf jeden Fall das hier, die können wir verkaufen. Dann haben wir das hier, das können wir verkaufen. Dann haben wir das hier, was wir verkaufen können. Und das hier, dann können wir eventuell noch eine Schatzkarte verkaufen. Vielleicht möchte die auch jemand haben. So, und das geben wir Jay. So, und das reicht erstmal. Ich bin auch ein bisschen vorsichtig eventuell mit den Bohnen. So, und dann würde ich sagen, ausstellen. So, mal gucken, ob das hier auch alles schön drauf passt. Scheint nicht alles drauf zu sein. Objekt in Greif zu, okay. Das sind erstmal Sachen. Stand bedienen. Können wir zusammen den Stand bedienen? Nein, können wir nicht. Du gehst auf Toilette, dann geh auf Toilette, Jay. Kannst du sehr gerne machen. Ich hoffe natürlich, dass jemand was kauft bei uns. Das wäre wirklich sehr, 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 sehr schön. Also ich finde unseren Stand eigentlich ganz schick. So, und hier hängt leider nichts dran. So, ich bin mal gespannt. Vielleicht kriegen wir ja wirklich irgendwas los. Wir sehen auf jeden Fall einige Schneekugeln. Aber die sammle ich dann doch selber. Hier stehen Lampen herum. Ob hier irgendwo so ein kleiner Karton ist, aber ich sehe gerade keinen. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mit Jay einfach mal ein bisschen Würfe ausprobieren. Dann kann er ein bisschen was tun und wir bedienen hier währenddessen den Stand. Obwohl bis jetzt noch keine interessierten Sims da sind. So, Straßenverkauf beginnen. Ernsthaft? Das musste man beginnen. Preise erhöhen. Wir sehen unsere Preise 0%. Ich würde es schon auf 25% machen. Ich meine, wir wollen ja auch ein bisschen Unruhe. Komm, komm, komm. 100%. Wir machen mal richtig hohe Preise. Aber wir könnten eigentlich auch einen Laden eröffnen. Ich hätte voll Lust auf so einen Laden mal wieder. Aber erstmal unser Haus und vielleicht dann so zum Ende hin so einen Laden wäre auch mal wieder schön. Vielleicht ist das wirklich so ein bisschen zu teuer. Vielleicht sollte ich es doch mal auf die Hälfte reduzieren. Ich glaube, 50% sind ganz in Ordnung. Alles andere ist dann vielleicht für den Anfang doch erstmal ein bisschen zu teuer. Wo die Preise jetzt auch nicht so hoch sind. Ja, und der Erste hat etwas gekauft, das ist sehr schön. Objekte Inventar anzeigen, dann können wir das nächste eventuell schon wieder drauf. Das war ich nicht. Was war sie? Gut, sie hat etwas gekauft, das ist sehr schön. Dann können wir eigentlich schon wieder was ausstellen. Unsere Sachen sind ja gleich leer, dann brauchen wir auf jeden Fall Nachschub. Okay. Es ist nicht genug Platz, dann müssen wir doch warten, bis alles verkauft ist, bevor wir neue Sachen ausstellen können. Schlagt euch zu. Das Bett brauchen wir fürs Kinderzimmer. Sehr schön, auf jeden Fall schlagen sie doch richtig zu. Vielleicht kriegen wir die 10.000 doch voll. Preise erhöhen. Komm, dann machen wir erstmal 75%. So, ausstellen. Vielleicht geht es jetzt wieder Nachschub, weil unser Verkaufsstand ist jetzt leer. Sehr schön. Jetzt sind hier schon die nächsten Insekten drauf. Ihr könnt gerne zuschlagen, gerne kaufen. Ich brauche das Geld wirklich sehr, sehr dringend. Jetzt hat er hier einen Stein hingestellt. Komm, Insekten sind toll. Die kannst du zu Hause hinstellen. Jetzt haut sie ab. Liegt es jetzt, dass ich den Preis wieder hochgemacht habe? Okay. Ach, ich kann ich nur... Kann ich denn jetzt wieder die Preise... Okay, die Preise kann ich jetzt anscheinend gar nicht mehr ändern, oder?
Nope, sieht gerade nicht so aus. Oder kann ich das... Nein, für das einzelne Objekt kann ich es auch nicht verändern. Egal, dann lassen wir die Preise jetzt so. Auf jeden Fall haben wir ein bisschen was verkauft. Das ist ja auch gar nicht mal so doof gewesen. Ich hoffe natürlich, dass noch ein paar Leute kommen, weil wir haben immer noch ein bisschen Zeit. Eine Stunde. Wenn nicht, vielleicht können wir sogar zwei Straßenverkäufe starten. Das wäre natürlich schön. Weil ich möchte natürlich so gut wie alles verkaufen. Wie sieht unser Inventar aus? Wir haben auch noch ein ganzes bisschen drinne. Also das wäre schon schön, wenn wir das alles loswerden würden. Aber bis jetzt kommt ja noch keiner wirklich zu uns. Sie gucken sich so ein bisschen seine Schneekugeln an. Na gut, bei uns waren vorhin ziemlich viele. Sie haben ja schon richtig viel gekauft. Aber es sind trotzdem noch ziemlich viele Sims. Da liegt doch noch eine ganze Weile was kaufen können. So, Jay, du machst hier schön Basketball. Das ist wirklich sehr schön. Und du bist sogar ziemlich gut. Du triffst auf jeden Fall mal Körbe. Ja, und es ist dann auch gleich wieder 15 Uhr. Also der halbe Tag ist dann schon fast wieder rum. Oder besser gesagt, der halbe Tag ist schon wieder herum. Ihr könnt gerne noch zu mir kommen. Ich verkaufe Insekten, okay? Insekten sind cool. Wer will denn bitte keine Mücke zu Hause haben? Irgendwie, glaube ich, sind sie bald so ein bisschen interessierter. Wir können ja nochmal probieren auszustellen. Okay, es ist nicht mehr genug Platz. Dann kann ich das erstmal vielleicht... Okay, nein, ich kann das nicht wieder reinziehen. Das muss wirklich erst verkauft werden, aber wir sind auch gleich fertig. Ich probiere dann einfach nochmal einen zweiten Straßenverkauf zu machen. Ich weiß zwar nicht, ob das geht, ob man wirklich mehrere Straßenverkäufe machen kann oder nur einen. So. Straßenverkauf beginnen. Okay. Stand bedienen. Straßenverkauf beginnen. So. Ich würde sagen, wir machen das mal hier auf 50%. Da haben vorhin irgendwie die meisten zugeschlagen. Und jetzt kommt auch schon wieder die ersten paar Interessierten. Okay, nein, sie ist doch nicht. Oder doch, ist sie interessiert? Komm, ich habe hier wunderschöne Mücken im Angebot und ein Schmetterling. Ich meine, wer träumt denn nicht von Mücken bei sich zu Hause? Kommt euch her, Mücken sind cool. Und Schmetterling habe ich jetzt zur Not auch noch. Schlagt euch zu. Bitte kauf was. Habt doch Mitleid mit den armen Mücken. Sie interessiert sich einfach nicht so. Und wir sind Level 6 der Fitnessfähigkeit. Das ist sehr schön. Und Ray kann jetzt anderen Sinn seine Muskeln zeigen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wirklich keiner an den bisschen Mücken interessiert. Wieso denn nicht? Hast du Lust auf Mücken oder einen Schmetterling? Komm schon. Komm schon. Was willst du denn tauschen? Bitten, Sammelobjekte einzutauschen. Nein, wir möchten jetzt keine... Wow, er hat tatsächlich eine Mücke gekauft. Dankeschön. Nimm dich ein Beispiel an ihn. Er kauft Mücken. So, können wir vielleicht was Neues ausstellen? Noch ein neues Objekt eventuell? Was eventuell sehr schön ist. Haben wir schon zwei Schmetterlinge. Haben Schmetterlinge, könnt ihr auch kaufen. Schmetterlinge sind wirklich toll. Schmetterlinge sind toll, glaubt mir. Schmetterlinge sind sehr tolle Tiere. Schmetterlinge sind wirklich toll. Ach, kommt schon. Seid nicht so abweisend gegenüber den Schmetterlingen und Mücken. Und, kaufst du etwas? Komm schon. Wieso denn? Die sind doch cool. Schmetterlinge sind coole Tiere. Kauf doch bitte was. Dankeschön. Wow. Dann können wir direkt noch was Neues ausstellen. Direkt den nächsten Schmetterling. So, es geht auf jeden Fall ein bisschen voran. Wir haben auf jeden Fall, denke ich, schon etwas Gewinn gemacht. So, dann verkaufen wir dann. Und ich gucke mal zu Jay. Also, Jay trainiert noch. Kannst du noch einen energiegeladenen Körbe werfen? Nein, können wir nicht. Okay, du musst dringend mit Leuten reden. Was ist denn los? Einsam. Okay, gut, dann würde ich mal sagen, reden wir mit ihnen. Wir können erstmal den Tag fragen. Dann können wir Zuspruch geben. Dann können wir unsere Muskeln zeigen. Dann können wir ihn mal kennenlernen. Und über Fitnesstechniken reden. Ja, ihr könnt auf jeden Fall hier was kaufen. Ach, kommt schon, kauft doch was.
Das Festival endet in einer Stunde. Beende alle Aktionen, bevor es schließt. Vergiss nicht zurückzukommen, wenn erst das Festival erneut stattfindet. Ja, ich denke, ich komme auf jeden Fall wieder zurück, weil wir haben bis dahin, denke ich, wieder ein paar neue Sachen, die man verkaufen kann. Haut schon, Leute, bitte. Seid doch nicht so. Wenn man malen würde, könnte man hier wirklich auch wunderschön seine Gemälde ausstellen. Das ist eigentlich ziemlich cool. Und schon, bitte. Noch irgendeine Mücke vielleicht oder ein Schmetterling. Die sind echt langweilig. Da interessieren die sich eher für Jay. Oh Gott. Jay hätte Fische verkaufen können, merke ich gerade. Yay, vielleicht hätte ich wirklich mit Jay die zweite Runde des Flohmarktes leiten sollen. Ja, möchtest du noch schnell eine Mücke kaufen? Komm, bitte, schnell. Kauf doch noch irgendwas. Ah, jetzt ist vorbei. So, ich würde sagen, wir räumen den Stand dann einfach mal ab. Wieso kommen denn jetzt alle Interessenten? So, dann nehmen wir jetzt mal alles mit, was übrig geblieben ist. Wir haben jetzt natürlich nicht so viel wir haben schon einiges verkauft. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal wieder nach Hause, so ganz langsam. Ray, du kannst dann gerne auch nachkommen. Hätte ich kein Problem damit. Okay, er kommt nach, sehr schön. Ja gut, das ist kein gespültes Zeug, das ist eine Dekoration. So, Jay hat ja morgen wieder Arbeit. Und ja, er muss ja noch eventuell ein bisschen programmieren, obwohl mir das bei ihm erstmal egal ist, wie hoch er ist. Was können wir dann später alles noch machen? So, sehr schön. Dann sind wir jetzt auch schon wieder zu Hause. Wir haben natürlich, Lara hat sich schon was genommen. Genau, du gehst dort hinten hin, dann brauche ich dich jetzt gar nicht mal dorthin schicken. Obwohl wir auch was hätten dort essen können. Wir sind Energie geladen. Wir könnten jetzt rein theoretisch auch nicht kommen. Ich habe jetzt keine Lust, an meine Grenzen zu gehen. Hatten wir jetzt schon genug irgendwie. So, dann kannst du eine dampfende Dusche nehmen, wenn du möchtest. So, dann erstmal schnell auf. So, wir haben ja morgen frei. Ich denke aber, wir werden wirklich, keine Ahnung, ich weiß noch nicht, was wir mit dir machen. Ich lade mir einfach mal einen Sim ein oder machen irgendwas anderes. Ich weiß es noch nicht. Müssen wir echt mal gucken. Und wir kriegen immer mehr Spartes. Also ich versuche wirklich mal die 10.000 Emolions voll zu bekommen, bevor ich dann wieder welches Geld ausgebe. Ich hoffe natürlich, dass bis dahin die Rechnung so ein bisschen, ja, uns verschont eventuell, weil das ja wirklich gut. Das scheint hier oben rein, oder? Weil ich habe irgendwie mal Angst, dass das Licht hier oben so ein bisschen an ist, aber ich glaube nicht. So, wie sieht es denn sonst aus? Okay, sonst sieht es eigentlich ganz gut mit den Bedürfnissen aus. Ja gut, Jay, dich würde ich gerne noch zum Programmieren schicken. Dann machen wir Programmieren und zwar weiter den Planken programmieren. So, dann gehst du schlafen. Obwohl es noch ziemlich früh ist, aber egal, wir hatten einen sehr, sehr langen Tag. Und dann kannst du auch schlafen gehen. Und wer ruft denn jetzt schon wieder an? So, dann geh du auch mal schlafen. Genau, dann bearbeite ich das mal schön. Weil, wie gesagt, wir müssen die Programmierfähigkeit voll bekommen, eventuell. Obwohl es mir irgendwie doch egal ist. Ach komm, ist egal dann. Mal schlaf jetzt auf, wenn es erst 25% sind. Morgen ist dann ja schon wieder Montag. Das Wochenende geht immer echt sehr schnell vorbei. Wir arbeiten aber erst am Dienstag wieder. Okay, gut, kriegen wir alles hin? Kriegen wir alles hin und wir werden auf jeden Fall hoffentlich befördert. Und wir sind jetzt schon wach und es ist gerade mal 3 Uhr und uns geht's unwohl. Wir haben bestimmt irgendwie extrem Muskelkater. Leg dich einfach nochmal ein bisschen schlafen. Ich hoffe natürlich, das geht jetzt so ein bisschen... Jetzt ist Jay wach. Jay, du darfst natürlich wach sein, du hast schon wieder so viele Oh Gott. Egal. Mache ich jetzt nicht wieder.
beim nächsten Umstyling dann eventuell, wenn ich da mal irgendwann eins machen sollte. Dir wollte ich eh noch ein paar andere Klamotten anziehen, das können wir dann irgendwann mal im Angriff nehmen. So, wie sieht's hier aus? Sehr gut. Setz! Wo ist er jetzt? Achso, er ist hier rein. Ich dachte, er ist hier raus. Das sah gerade so ein bisschen seltsam aus. So. Dann geh du mal schnell aus dem Bett raus. So, und dann geh mal schnell was futtern. Schade ja nichts, etwas zu futtern. So ist, habe ich dir das gerade gegeben. Yay, okay, ich muss in Ruhe aufessen. So, und dann habe ich auf jeden Fall als Aufgabe heute unsere Videospielfähigkeit ein bisschen voranzutreiben. Damit wir das wieder ein bisschen voll kriegen. Und zwar programmieren wir dann einfach... Ah ne, wir müssen spielen. Und zwar machen wir einfach mal die Zuflucht spielen. Ja, Jay, alles gut. So, du musst um 9 auf die Arbeit. Das heißt, gleich, was machst du jetzt? Du gehst tanzen. Na gut, dann geh tanzen. Warte, nein, Jay, ich habe eine andere Aufgabe für dich. Du gehst das Waschbecken reparieren. Das war wirklich sehr, sehr nett. Wenn du das noch schnell machen könntest, machen würdest. Dauert das jetzt sehr, sehr lange? So, sehr schön. Jedes Mal plündern. So, und Jay muss in einer Stunde auf der Arbeit sein. Dann kommt das hier rein. So, und jetzt kannst du eventuell noch hier schnell die Pfütze aufwischen. Und dann kannst du noch mal ein bisschen tanzen gehen. So, Lina. Und in einer halben Stunde musst du auch schon los. Und wer ruft denn immer an? Ich möchte mich nicht treffen. Ja, wir können gerne in einen Zirkus gehen. Also wir gehen da sowieso nicht hin. Also, ja, meinetwegen gerne. So, und du kannst jetzt auch direkt zur Arbeit gehen. Viel Spaß auf der Arbeit. So, wie sieht's hier aus? 75% sind schon erledigt. Das ist wirklich sehr schön. So, wie sieht's sonst so mit dir aus? Ja, wir haben wieder ein bisschen Geld bekommen. So, ich würde sagen, wir machen dann einen kleinen Livestream. Und zwar livestreamen wir dann einfach mal die Zuflucht. So. Geschäftsleitung halt Bahnen? Oh ne, die Post. 2006. Ach, nö, ey, das ist immer so teuer. Ja, und wir haben bestimmt wieder komplett das Falsche gemacht. Ja. Naja, egal. Komm, Jay, reg dich nicht so auf. Wir schreien jetzt auch nicht unsere Kollegen an, weil das ist, denke ich, nicht ganz so produktiv, wenn wir das machen. Und wir müssen aber wieder Rechnung bezahlen. Das mache ich aber erst, wenn Jay dann heute da ist. Okay, ich glaube, dann wird's. Oder ich mache es erst morgen, wirklich, nachdem wir... Weil wir haben ja 48 Stunden, glaube ich, Zeit, oder? Wir haben eine Weile Zeit. Dann warte ich mal, bis wir morgen Arbeit hatten. Vielleicht haben wir dann bis dahin unsere 10.000 Mullions verdient. So, dann machen wir... Sind wir fertig? Dann würde ich gerne noch schnell die Handy-App ein bisschen weiter programmieren. Hier oben war es. Und zwar Handy-App programmieren. Nicht weiter programmieren. Ich weiß, du wirst es eigentlich erstmal kurz auf Toilette gehen, aber programmier das erstmal weiter. Gut, wir haben jetzt 6.400 Follower oder 200 Follower. Irgendwie sowas war's. Genau, dann programmier mal weiter, weil dadurch verdient man ja auch noch so ein bisschen Geld. Und danach darfst du dann auf Toilette gehen. Oder zwischendurch, wenn du es nicht mehr aushältst. Dauert noch sehr lange. Ja, also... Okay, gut, sie hat es nicht mehr ausgehalten. Dann darfst du jetzt sehr gerne auf die Toilette gehen. Und danach können wir dann... Okay, ihr geht's nicht gut genug. Jetzt geht's ihr aber wieder gut genug. Und sie kann eindeutig wieder programmieren. So, aber ich würde die Folge jetzt gerne einmal einfach 5 Minuten früher beenden. Ich mache dafür nächstes Mal einfach 5 Minuten länger. Ja, ich habe heute einfach nicht ganz viel Zeit und deswegen mache ich jetzt einmal ein bisschen früher Schluss. Aber ich denke, das ist mal ganz in Ordnung, weil ich ja nächstes Mal auch 5 Minuten länger mache, wenn ich es nicht vergesse. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao!